Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Ich bin heute ins wunderschöne München gereist. Eigentlich hätten wir nach Mallorca fliegen müssen, um dieses Fahrzeug artgerecht vorzustellen. Aber es ist jetzt München geworden. Ihr wisst Bescheid. Dieses Video ist übrigens unter Einhaltung sämtlicher Quarantäne- und Corona-Bestimmungen entstanden. Das muss ich natürlich sagen. Und hinter der Kamera habe ich ein professionelles Kamerateam. Das wurde mir von Seat bzw. Cupra spendiert. Und deswegen steht jetzt hier oben auch Dauerwerbesendung. Aber weder die haben Einfluss auf das Video noch Seat. Aber transparenzhalber muss ich das euch ja sagen. Gut, hier stehen wir vor dem Cupra Formentor. Und was der so alles kann, ja, das erfahrt ihr im heutigen Video. Und wie immer gibt es Sprungmarken. Ne? Zuerst schauen wir uns das Design an, dann gibt es so ein bisschen was zu den Abmessungen. Dann werfen wir natürlich einen Blick unter die Motorhaube. Dann steige ich vorne ein, dann steige ich hinten ein, dann zeige ich euch noch ganz kurz den Kofferraum und dann gibt es endlich den Fahreindruck. Ja, und dann ganz zum Schluss, da reden wir noch ein bisschen über die Preise und über die Zukunft und was sonst noch so alles hier passiert. Fangen wir also an mit dem Design. Seat war für mich immer die sportliche, emotionale Marke im Volkswagen-Konzern. Nun haben die Spanier noch eine sportliche Submarke namens Cupra und vermarkten darunter die sportlichen Speerspitzen. Nach dem Cupra Leon und dem Cupra Ateca kommt der Cupra Formentor, das erste eigenständige Modell der Marke Cupra. Natürlich baut dieses Fahrzeug auf dem modularen Querbaukasten auf. Vom Band läuft er aber im spanischen Maturell, im Stammwerk von Seat, welches in der Nähe von Barcelona liegt. Ein Kompakt-SUV, der ist direkt ab Marktstart faustdick hinter den Ohren bzw. unter der Motorhaube hat. Auch wenn dieses Fahrzeug eigenständig ist, werden wir viele bewährte Bauteile wiedersehen, die wir schon aus anderen, teilweise viel höherpreisigen Fahrzeugen kennen. Kommen wir aber zunächst zu den Abmessungen. Das Fahrzeug ist 4,45 Meter lang, ohne Außenspiegel 1,84 Meter breit und 1,51 Meter hoch. Mit Außenspiegel sind es ca. 2,02 Meter. Der Radstand von 2,68 Meter sorgt vermutlich dafür, dass man auch in der zweiten Sitzreihe noch etwas Platz hat, aber das schauen wir uns ja gleich an. Kommen wir mal so ein paar Design-Highlights. Ich persönlich mag das Design der Voll-LED-Scheinwerfer. Die sehen schon so ein bisschen entschlossen aus. Ne? Diese ganze Designführung hier, früher hätte man dazu böser Blick gesagt. Heute sagt man eher, es ist entschlossen, es ist grimmig, es sieht einfach sportlich aus. Und das wirkt hier tatsächlich richtig dynamisch. Das liegt natürlich auch daran, dass das hier so schön breit rausgeht. Richtig breit ausgestellt. Ja, kommen wir gleich zu am Heck, ne? Da ist ja richtig breit der Radkasten ausgestellt. Aber hier vorne auch der böse, entschlossene Blick. Und wer sich jetzt fragt, wofür dieses kleine Loch hier ist, ja, gut, auch dieser Scheinwerfer, der muss ab und zu mal eingestellt werden können. Und dafür ist dann dieses kleine Loch hier. Ich bin positiv überrascht, der Kühlergrill vom Cupra Formentor, der ist im Vergleich zu vielen Marktbegleitern doch sehr, sehr kompakt und sehr, sehr klein geworden. Mag ich persönlich sehr gerne. Und wenn man das Cupra-Logo, zumindest auch mit dieser Motorisierung, irgendwann mal im Rückspiegel erspäht, tja, dann ist das nicht lange, denn da ist der Wagen auch schon wieder schnell vorbei. Die Lichthöhe stellt sich übrigens je nach Beladungszustand automatisch ein. Das Cupra-Emblem im angenehmen kleinen Kühlergrill dürfte immer noch für erstaunte Gesichter sorgen. Was ist das wohl für eine Marke? Der Reifen bzw. das komplette Rad ist natürlich die einzige Schnittstelle, um auch die Kraft auf die Straße zu bekommen. Wir haben jetzt hier in unserem Fall natürlich den Allradantrieb, aber dennoch die 245 40 19 Zöller, die haben hier einiges zu tun. Bereift sind hier die 8x19 Felgen mit einer Einpresstiefe von 40 und normalerweise gibt es eine kleinere Bremsanlage, nämlich eine 340er, das ist dann 17 Zoll groß, aber wir haben hier natürlich die optionalen 18 Zoll Brembo Bremsen, die so auch bei Audi Modellen zum Einsatz kommen. Die Reifen sind übrigens gar nicht so teuer. Vernünftige Markenreifen bekommt man in dieser Dimension zwischen 160 und 200 Euro pro Stück. Versteht sich? Und ja, es gibt auch Ganzjahres- und Winterreifen in der Größe. Später folgen noch andere, nicht ganz so leistungsstarke Modelle. Die werden auch kleinere Räder in die Radkiste bekommen. Allerdings nichts bei der sportlichen Variante, denn da sind serienmäßig bereits 340-30er Bremsscheiben für die Verzögerung verantwortlich. Wir haben hier, wie gesagt, die Brembo-Bremsen mit einem Durchmesser von 370x32. Das wäre dann die sogenannte 18 Zoll Bremsanlage. McPherson Federbeine vorne, Multilenker Hinterachse, verstellbare Feder- und Dämpferraten. Dank adaptiver Fahrwerkregelung, wir haben hier wirklich die richtig guten Komponenten verbaut. Kommen wir zu den Design-Highlights am Heck. Und ich hatte es vorne schon gesagt, dieser Stance auf der Hinterachse, wie breit das hier rausgeht. Diese scharfen Kanten und Sicken finde ich großartig. Mensch, hätte ich mal gedacht von mir selber vor 10 Jahren, dass ich mal so ein SUV so scharf finden könnte. Ich hätte mich wahrscheinlich selber ausgelacht. Aber nein, so ist es. Und ich finde auch das Leuchtenband großartig. Dieses durchgezogene Leuchtenband. Ja klar, wir kennen es vom Leon. Aber ich mag das echt optisch sehr, sehr gerne leiden. Und das gibt dem Wagen natürlich auch eine gewisse Eigenständigkeit. Also der Marke Cupra vor allem. Diese Kupfer-Embleme natürlich,
ne, der böse Stier quasi auf der Straße. Aber eigentlich ist er auch ganz lieber, denn wir haben ja mittlerweile schon erfahren, den gibt es ja auch mit anderen Motorisierungen. Ne? Das heißt, irgendwann wird es auch ein wenig schwächere Motorisierung geben, aber die höchste Motorisierung, ja, die kommt jetzt hier immer mit diesen vier Endrohren. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich feiere jeden Hersteller ab, der sichtbare, echte Endrohre unter das Fahrzeug bringt. Und genau das ist hier der Fall. Cap de Formentor ist das östliche Ende der Halbinsel Formentor auf Mallorca und gleichzeitig der nördlichste Punkt der Baleareninsel. Ein wunderschöner, aber leider auch überlaufener Ort. Ich war selbst schon oft da und habe den Blick einfach mal nur so schweifen lassen. Von diesem traumhaften Ort fernab vom Ballermann hat dieser Ballermann hier seinen Namen bekommen. Ich zeige euch heute gerne auch das Video-Footage-Material, welches bereits auf Mallorca gedreht wurde, einfach nur mal so zum Träumen. Werfen wir gemeinsam einen Blick unter die Motorhaube und Haubenstange. Und das Zweite, was ich direkt kritisieren möchte, hier hätte ich mich wahnsinnig über so ein Cupra-Emblem gefreut, denn wir haben hier die derzeitig leistungsstärkste Version unter der Motorhaube. Ja, und die ganzen technischen Daten, die bekommt ihr jetzt von mir. Werfen wir also einen Blick unter die Motorhaube. Dort finden wir einen 2 Liter TSI unter einer Kunststoffabdeckung. Darunter verstecken sich 4 Zylinder, 16 Ventile und ein Gesamthubraum von 1984 Kubikzentimeter. Die Bohrung liegt bei 82,5 mm, der Hub bei 92,8 mm und wir haben ein Verdichtungsverhältnis von 9,3:1. Klar, das ist der EA888 Benziner aus dem Konzern, der in verschiedenen Leistungsstufen in zahlreiche Modelle kommt. Ein bewährter Motor, den man durchaus auch sparsam, aber vor allem auch sportlich bewegen kann. Kommen wir zu den wichtigen Autoquartettwerten. Innerhalb von 4,9 Sekunden geht es auf Tempo 100. Nach ca. 20 Sekunden dürfte man bei Tempo 200 km/h sein und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeriegelten 250 km/h. Die maximale Leistung beträgt 228 kW, sprich 310 PS und der Cupra Formentor verfügt über ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Geschaltet wird stets über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und natürlich geht die Kraft im Bedarfsfall über alle vier Räder auf die Fahrbahn. Das maximale Drehmoment liegt übrigens zwischen 2000 und 5450 Umdrehungen an der Kurbelwelle an. Das 4Drive-System analysiert kontinuierlich die Messwerte wie den Lenkwinkel, die Raddrehzahl und das Giermoment, um jederzeit die optimale Antriebskraft auf die einzelnen Räder zu übertragen und in jeder Fahrsituation die optimale Sicherheit zu gewährleisten. Wir fahren hier die derzeitig leistungsstärkste Variante. Es werden auch noch weitere Modelle folgen. Benziner, Selbstzünder und Plug-in-Hybrid-Modelle. Ja, die sollen alle folgen. Insgesamt wird es 9 Cupra Formentor-Modelle geben. Beim Pressegespräch hat man auch mal so ganz kurz gespoilert, dass im kommenden Jahr wohl ein 5-Zylinder mit noch mehr Leistung unter die Haube kommen könnte. Halleluja, darauf freue ich mich ja jetzt schon. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim aktuellen Modell. CO2-Effizienzklasse D. Laut NEFZ ein Verbrauchswert von 7,7 Liter auf 100 Kilometer und ein CO2-Ausstoß von 175 Gramm pro Kilometer. Ich bin da eher beim WLTP-Wert, der liegt zwischen 8,2 und 9 Liter, was 186 bis 203 Gramm CO2 pro Kilometer bedeutet. Ja, und schon sitze ich drin im neuen Cupra Formentor und wir spielen uns hier einmal ganz, ganz kurz durch. Ich habe ein Lenkrad, das ist unten abgeflacht, das liegt hervorragend in der Hand und das lässt sich axial und vertikal im großen verstellbaren Bereich verstellen. Blicke ich da durch, dann habe ich ein 10,25 Zoll großes Infotainment-System bzw. den Bildschirm vom Tacho, ne? Da, wo früher so Rundinstrumente war, alles mittlerweile digital. Blicke ich da drauf, kann ich natürlich über die View-Tasten verschiedene Sachen mir anzeigen lassen. Ja, also da sind verschiedene Modi möglich, die ich mir da anzeigen lassen kann. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Das kann man sich so machen, wie man es quasi haben möchte. Auf der linken Seite vom Lenkrad habe ich die Sachen für den Spurhaltewarner, für den adaptiven Tempomaten und so weiter. Ich kann den Abstand hier einstellen. Auf der rechten Seite steuere ich dann eher das Display hier in der Mitte. Kann auch die Sachen links und rechts anders nochmal steuern. Bediene die Sprachbedienung oder kann hier aber auch in der Mitte zum Beispiel so einen Laptimer mal aktivieren. Lenkradheizung, ganz wichtiges Feature, direkt natürlich macht man die an oder aus, da wo es hingehört, nämlich hier am Lenkrad. Hier habe ich zwei wichtige Tasten, natürlich einmal die Start-Stopp-Taste und dann zur anderen die Cupra-Taste. Drücke ich die Cupra-Taste länger, aktiviere ich den Cupra-Modus, das heißt, es wird sofort alles nachgeschärft, ihr kennt das mittlerweile. Drücke ich nochmal drauf, komme ich wieder in das vorher ausgewählte Menü. Richtige Tasten gibt es hier gar nicht mehr so.
Zumindest nicht viele. Also wir haben so ein paar Tasten noch am Lenkrad. Wie gesagt, Wischer und Blinker und so weiter, das ist ein ganz normaler Hebel. Aber ansonsten habe ich hier in der Mitte natürlich das große Infotainment-System. Und das lässt sich hier ganz normal auch per Touch bedienen. Ja, ihr könnt hier zum Beispiel aber auch die Fahrzeugeinstellungen reingehen, Parkassistenten, der Wagen parkt natürlich selber ein oder wieder aus. Ihr könnt die verschiedenen Drive-Profile euch auswählen, Komfort, Sport, Cupra individuell oder halt auch Offroad. Im individuellen Modus könnt ihr den hier auch konfigurieren. Da könnt ihr wirklich sagen, hier in ganz vielen einzelnen Stufen von extremst komfortabel bis extremst hart, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und da könnt ihr hier wirklich Einfluss nehmen auf alle möglichen Einstellungen. Immer wieder zurück über die Home-Taste hier. Die Temperatur stelle ich ein über diese Tasten hier unten. Die kann ich auch wischen. Ja, und hier kann ich dann die Lautstärke per Schieberegler feststellen. Gut, ich habe hier unten ein induktives Ladefeld, zwei USB-C-Schnittstellen. Dann habe ich hier nochmal so ein Krümmelfach, da passt auch der Schlüssel rein. Hier habe ich eine ganz wichtige Taste für alle, die ein bisschen sportlicher fahren wollen. Das ist nämlich die ESC-Austaste. Also, wenn ich einmal kurz drauf drücke, dann versetze ich das Fahrzeug in den ESP-Sportmodus. Halte ich die Taste länger gedrückt, dann deaktiviere ich das System. Stabilitätskontrolle ESC ist deaktiviert. Das wird mir natürlich auch als ESC off hier in diesem Display angezeigt. Shift-by-Wire ist mittlerweile State of the Art, ist natürlich auch hier angekommen. Wir kennen diese Bauteile mittlerweile auch aus den anderen Fahrzeugen. Es ist keine mechanische Verbindung mehr zum 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe vorhanden, sondern nur noch dieser kleine Schalthebel D, S, N und R. Und dahinter habe ich dann den Taster für die elektronische Parkbremse. Zwei Getränkehalter habe ich noch, einen für kleinere Getränke, einen für etwas größere Getränke. Dann habe ich noch eine Mittelarmlehne, da passt nicht ganz so viel rein. Gucken wir nochmal ins Handschuhfach. Das ist dagegen richtig groß, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Hätte ich noch zwei Wünsche, dann hätte ich gerne Gurthöhenverstellung und ein Head-Up-Display. Ja, aber das soll es auch schon gewesen sein. Und jetzt gucken wir uns mal das Platzangebot im Fond an. So, aber wie viel Platz ich hinter mir selber habe, das schauen wir uns auch einfach mal an. Der Fahrersitz bleibt eingestellt auf 1,75 und ich steige jetzt hier einfach mal hinter mir ein und bin wahrlich positiv überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht. Das ist ja kein Witz. Also ich bin ja 1,75 groß oder klein. Das kann ja jeder so halten, wie er will. Aber ich kann meine Beine hier wirklich gut runterstellen. Ich habe auch noch ausreichend Kopffreiheit. Ich sag mal so 10 cm größer, dann wird es unbequem. Ich sehe hier hinten zwei Personen. Ja, in der Mitte, da sitzt hier keiner. Das ist aber auch okay dann so. Ich habe Isofix-Halterung links und rechts, auch auf dem Beifahrersitz. Da gibt es auch nichts zu meckern. Ich habe einen Einklemmschutz für die Finger. Das heißt, hier wird keiner verletzt. Ich kann die Kopfstützen hier natürlich einstellen. Ja, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Griff habe ich hier oben, eine Mulde hier hinten, zwei USB-C-Schnittstellen, damit die Kinder oder die hinten sitzen, auch ihre elektrischen Devices laden können. Tja. Armlehne, Getränkehalter. Ich könnte hinter mir auch weite Strecken hier fahren, gar kein Problem, aber bitte nicht zu dritt, zu zweit. Und dann passt auch noch hinten was in den Kofferraum. Das kommen wir jetzt zu. Für mich persönlich ist natürlich auch der Kofferraum beim sportlichen Wagen immer noch relevant. Deswegen zeige ich euch natürlich auch, wir haben jetzt hier ein Volumen von 420 Liter. Wir haben hier auch eine doppelte Ladefläche, kann man mal gerne reinschauen. Da ist der Subwoofer verbaut, ein bisschen Bordwerkzeug ist hier auch nochmal. Und ansonsten gibt es hier natürlich Warndreieck-Verbandskasten. Ganz clever gelöst, hier ist nochmal so ein Einkaufshaken, ne? Da kann man die Sachen sichern. Denn wenn man sportlich mal um die Kurve fährt, ist das immer total ärgerlich, wenn hinten die Milch auskippt. Aber wenn ihr sagt, 420 Liter Volumen, das reicht mir nicht, ich brauche ein bisschen mehr, kein Problem. Zieht man einfach diese beiden Hebel hier, kann ich das Kofferraumvolumen vergrößern auf 1475 Liter. Ihr habt es gerade gesehen, Rücksitzlehnen lassen sich umlegen im Verhältnis 40 zu 60. Ich habe auch einen Skisack durchreiche, ne? Nennt man das eigentlich noch so? Kennt man das noch? So eine Skidurchreiche für eine Mitte. Ja, 1475 Liter, damit definitiv alltagstauglich. Und wer jetzt fragt, Mensch, wie hoch muss ich denn meine Gepäckstücke laden, heben? 75 cm hoch, anschließend ca. 12 cm absetzen. Und dann habt ihr ungefähr 1 Meter Breite hier hin. Und von der Länge her, wenn ihr es umgeklappt habt, ungefähr 1,75. Ein kleines Highlight hier nochmal im Kofferraum. Wir haben hier tatsächlich eine 220 Volt Steckdose. Die kann man bis 150 Watt belasten. Und das ist ideal, um zum Beispiel eine Kühlbox mitzunehmen oder aber auch für mich jetzt natürlich, um seine ganzen elektrischen Geräte einfach mal zu laden. Ja, Steckdose 150 Watt finde ich persönlich großartig, vor allem weil es auch so ein großer runder Stecker ist und nicht diese kleinen Stecker, wo dann vielleicht so der große Stecker nicht reinpasst. Ansonsten die LED-Beleuchtung hier oben, die finde ich persönlich für den Kofferraum ein bisschen schwach.
Ihr seht, ich bin 1,75 groß, ich kann hier bequem drunter stehen und um diese Heckklappe zu schließen, kann ich ganz einfach die Taste drücken und schon mal wieder vorne einsteigen. Das Fahrzeug selbst bringt leer ein Gesamtgewicht von 1.644 Kilogramm auf die Waage. Ein paar Gewichte habe ich noch für euch. Die Anhängelast beträgt bis zu 1,8 Tonnen, die Stützlast wird mit 80 Kilogramm angegeben und auf das Dach dürfen 75 Kilogramm. Kommen wir ganz kurz zum Fahreindruck. Ich mag Deutschland ja sehr und so gerne ich auch in Deutschland und in München unterwegs bin, ich hätte mich wahnsinnig gefreut, dieses Fahrzeug auf Mallorca fahren zu können. Da hoch zum Kap vom Mentor, zum Namensgeber. Deswegen zeige ich euch auch jetzt hier das Footage-Material, was Seat vorbereitet hatte für die eigentliche Fahrveranstaltung auf Mallorca. Nichtsdestotrotz konnte ich den Wagen ganz kurz fahren, jetzt hier auch bei der Fahrveranstaltung. Und was ich euch sagen kann, der macht natürlich eine Menge Spaß. Wen verwundert es, nicht wahr? Die Lenkung, die ist richtig direkt, aber schön leichtgängig. Ich habe eine Bremsanlage, ich habe die große Brembo-Bremsanlage hier verbaut. Die verfügt über einen sehr, sehr angenehmen Druckpunkt. Die kann ich sehr fein dosieren. Und das Fahrwerk, das gibt ja hier durch das adaptive Fahrwerk wirklich die Möglichkeit von sehr, sehr komfortabel hin zu extrem sportlich, zu extrem hart. Und da muss ich einfach mal gestehen, da mag ich es tatsächlich schon so inzwischen gerne auch mal ein bisschen komfortabler. Ihr wisst es, wenn ich nicht auf meiner Stammstrecke unterwegs bin, dann sage ich auch nichts zu den Verbrauchswerten. Hier kann ich aber sagen, dass ich den EA888 Motor ja inzwischen ganz gut kenne in verschiedenen Leistungsstufen. Und auch hier ist es der Fall, dass mit seinen 310 PS es natürlich so ist, dass wenn man diese 310 Pferdchen ausreizt, dann man natürlich den Verbrauch nach oben treibt. Ist ja vollkommen klar. Den EA888, also den 2 Liter Turbobenziner, den kann man aber relativ sparsam fahren. Somit glaube ich, dass man zumindest die WLTP-Werte locker im Alltag erreichen kann. Was mir richtig positiv aufgefallen ist, wie ruhig es in diesem Fahrzeug ist, wenn man den Cupra-Modus nicht aktiviert hat. Tut man das nämlich, und dazu kann ich einfach diese Cupra-Taste einmal gedrückt halten, dann wird es im Innenraum natürlich lauter. Das liegt nicht an einer Klappenauspuffanlage, nein, hier ist nochmal so ein Sound-Emulator drin, der dann nochmal so ein bisschen für den künstlichen Motorsound sorgen soll. Ich persönlich hätte mich da ja lieber über eine Klappenauspuffanlage gefreut, aber hey, man kann nicht alles haben. Immerhin gibt es hier vier sichtbare Endrohre und das mag ich ja besonders leiden. Hier im Innenraum gefällt mir vor allem das Lenkrad unten abgeflacht. Das liegt hervorragend in der Hand. Ich habe alle wichtigen Bedienelemente an der Hand. Das sieht richtig toll aus, das Lenkrad. Da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Ich bin immer noch kein ganz, ganz großer Freund davon, dass jetzt wirklich alles mit Touch ist. Deswegen freue ich mich, dass ich hier einen Lautstärkeregler habe am Lenkrad und auf der rechten Seite hier mich auch durch die Menüs drehen kann. Das große, 12,0 Zoll große Infodisplay hier auf der rechten Seite ist ja quasi für alle Leute im Auto gedacht, ist aber dennoch dem Fahrer so ein bisschen zugewandt, finde ich super, gibt es ganz und gar nicht zu meckern und ich finde es großartig, dass immer noch die wichtigste Taste im Auto omnipräsent hier in der Mitte platziert ist, nämlich der Warmlenkschalter. Der wird übrigens automatisch aktiviert, wenn das System jetzt erkennt, Mensch, der Fahrer, der macht ja nichts mehr, dann setzt der Notbremsassistent nämlich ein, erst gibt es einen Ruck, ja, dann, wenn ich dann immer noch nicht reagieren würde, dann wird er irgendwann das Fahrzeug zum Verzögern bringen und auch die Warmblinkeinrichtung aktivieren. Dann wird er allerdings keine Rettungsgasse bilden, denn weiße Spuren überfährt auch dieses Fahrzeug nicht. Das vorausschauende ACC kann die Position des Fahrzeuges mit Hilfe der vom Navigationssystem gelieferten Strecken- und GPS-Daten orten und so seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der weiteren Straßenführung, das heißt Kurven, Kreisverkehre, Kreuzungen, Geschwindigkeitsbegrenzung oder Bebauung korrigieren. Mit Hilfe der Frontkamera und der Verkehrszeichenerkennung kann das Tempo des Fahrzeuges angepasst werden, wenn sich die Geschwindigkeitsbegrenzung ändert. Der Travel Assist nutzt die Informationen des ACC und des Spurhalteassistenten, um das Fahrzeug aktiv in der Spur mittel zu halten und die Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss anzupassen und ermöglicht somit das halbautonome Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h. Ich habe es euch vorhin schon beim Innenraum einmal ganz kurz gezeigt, aber wir spielen uns jetzt hier nochmal einmal durch. Wir haben hier große verlängerte Schaltwippen, die sind in Kunststoff. Die fühlen sich nicht ganz so wertig an, tun aber genau das, was sie sollen. Und unter uns, in der Zukunft, das schaltet eh kaum noch einer selber. Dann lässt man einfach die lästige Gangwahl, ja, das DSG übernehmen. Ja, auch spontane Lastwechsel, völlig ohne Probleme,
Da gibt es hier ganz und gar nichts zu meckern, ganz und gar nichts zu kritisieren. Das ist ein hervorragendes Fahrzeug. Ich sag mal so, wer dieses Fahrzeug hier in die physikalischen Grenzen rein bewegt im öffentlichen Straßenverkehr, der ist definitiv viel zu schnell unterwegs. Vor Ort gab es die Möglichkeit, eine Taxifahrt mit Matthias Ekström zu erleben. Unter uns, ich habe da bereits meine Erfahrung auf der Rennstrecke gesammelt. Ich bin definitiv der schlechteste Beifahrer der Welt. Aber dennoch habe ich für euch ein paar Impressionen, denn der Cupra Formentor kann mehr, als man ihm zutraut. ESP an, ESP Sport oder auch in der Kombination mit der großen Bremsanlage komplett aus. Ihr habt es in der Hand. Da kommen wir zum Preis. Derzeitig geht es ab 43.950 € los. Darüber hinaus gibt es noch eine Handvoll Extras und man kratzt an der 50.000er-Marke. 310 Pferdchen würden circa eine halbe Million Euro kosten und dürften im Unterhalt viel, viel kostspieliger sein als dieses Gefährt. Den Testwagenpreis schätze ich auf circa 53.500 € und wie gesagt, es wird im nächsten Jahr noch ein Fünfzylinder kommen. Das heißt, nach oben geht noch was, aber es geht auch noch was nach unten und ich freue mich jetzt schon auf die kleineren Benziner, auf die Selbstzünder und vor allem auch auf die Plug-in-Hybride. Das dürfte dann so richtig spannend werden. Ja, das war's für Voice over Cars. Das ist er, das ist der nägelnagelneue Cupra Formentor und ihr schreibt mir jetzt hier unten drunter, hot or not. Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, Voice over Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice over Cars. Voice over Cars. Und das war's.